Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen... Alter, was machst du denn hier? Hey. Junge, steig doch ein! Hey. Ich dachte, ich dich jetzt hier treffe. Komm rein! Komm rein! Ich zeig dir jetzt den Dad von meinem SLK. Geil! Ja! Hier wollte ich doch schon immer mal drin sein. Ja, jetzt bist du's! Ja. Pass auf! Ich geb jetzt Gas! Halt dich fest! Schnall dich aber vorher an! Vollgas! Bist du ready? Ja! Basel! AM! Ja. Ja. Herrlich, das war herrlich. Voilà. Jetzt müssen wir den Leuten erklären, was wir heute machen. Wir werden heute ein Auto kaufen. Nicht, dass ich schon 425 Autos gekauft habe auf meinem Kanal. Ich glaube, ich habe sogar mehr Autos auf meinem Kanal gekauft, als ich Toilettenpapier benutzt habe. Geht nicht anders, Bro. Ich küsse deinen After. Und heute kaufen wir ein... Ne, wir sagen es noch nicht. Aber der Bro auf eBay Kleinanzeigen hat gemeint... Opel! Wir können... Was? Wir müssen echt chillen. Ich bin heute nicht gut gelaunt. Bist du gut gelaunt? Ich bin gut gelaunt. Bist du gut gelaunt? Ich bin nicht gut gelaunt. Oh, nice, Mann. Hast du Kippen dabei? Ja. Ich bin nicht Raucher. Hast du mich jemals rauchen sehen? Nein, du mich? Nein, auch nicht, nein. Malik ohne dieser Box ist nicht Malik. Ich hab schon gedacht, da fehlt gleich bestimmt der Kontrast ins Programm. Aber ich versuche es auch aus meinen eigenen Videos rauszuhalten. Schade, schade. Aus einem ganz das, genau Grund. Das macht dich aus, Bro. Ja, ja. Wir können es auch in deinen Videos weitermachen, aber ich habe gemerkt, es gibt weniger Geld für Werbung. Oh, nein, echt jetzt? Nein, aber ich weiß nicht, ob deswegen, weil ich glaube... Bro, ich dachte, du meinst jetzt ernst. Nein, das würde erklären, wieso ich so wenig verdient habe im Januar, weil ich habe nur mit dir gedreht und mit der Box. Darf ich überhaupt jetzt rauchen? Du darfst. Du darfst auf jeden Fall rauchen in dem Auto, aber pass auf, dass du irgendwo wegarschst. Was geht ab? Oh mein Gott, wie süß du bist. Voila. Boah, noch 3 Minuten, dann sind wir da. Hoffentlich lässt der Verkäufer uns das Auto auch Probe fahren. Nee, doch, der lässt uns Probe fahren. Ich habe schon gefragt, aber hoffentlich lässt er uns alleine Probe fahren, weil dann können wir auch aufnehmen direkt. Bam. Für die Klicks, für die Chicks. Ja, machst du jetzt Kippen oder nicht? Für mich? Ich bin nicht Raucher, Bruder. Bin schon da. Mal sehen, was er antwortet. Ich habe noch 12% Akku. Top, Alter. Meinem Handy geht's genauso wie mir. Beschissen. 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 Ey, du musst in deinen Videos aufpassen, Bro, dass du nicht so zu viel... Digga, wieso ist hier so heiß? Boah. Dass du nicht so zu viel von mir kopierst. Du hast es nicht nötig. Glaub mir. So ein, zwei Leute schreiben das, aber wo, Bro? Ja, so wenn du so... Wenn ich schreie, ich habe vorher geschrieben, ich war im Krankenhaus, ich bin in den Flur gegangen, nachdem ich gerade 4 Patienten versorgt habe, ich habe geschrieben. Der Mensch hat Emotionen, so weißt du, was ich meine? Okay, das ist ein gutes Argument. Wenn die meinen, ich kopiere dich, dann sollen die meinen Content nicht gucken. So, ich versuche nicht zu sein, so weißt du, was ich meine? Aber ich sag dir ehrlich. Stabil. Stabile Meinung auf jeden Fall. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ohne Scheiß. Lassen wir das so. Bro, wohin? Wieso schnallst du dich ab? Wir sind noch nicht da. Moment! Oh doch! Eine Straße weiter, Bro. Boah, Bro, Alter, hier hat meine Ex-Freundin gewohnt. Irgendwo hier, keine Ahnung. Ich schwör's dir, das ist lange, lange her. Damals war ich noch ein Keck und die hat mich verlassen, weil ich kein Geld hatte. Warte mal, ich wollte einen Witz raushauen, das war ein bisschen zu spät, aber ich kann es ja so schneiden, dass es nicht so spät ist, weißt du, wie ich meine? Jetzt habe ich Geld, aber bin immer noch ein Keck. Wie fandest du den Witz? Wir müssen irgendwo einen Parkplatz finden, da vorne. Wir machen es jetzt so, wir machen die Kamera jetzt aus, machen die Kamera erst wieder an, falls er uns Probe fahren lässt und falls wir alleine Probe fahren können. Und jo, bis gleich, Bro. Voila. Ja, Bro, wir haben ein Auto gekauft. Hä? Du hast ihn gekauft, was du willst. Das war wir haben ein Auto gekauft, Bruder. Wie wollen wir das vorstellen? Wie machen wir das am besten? Willst du direkt diesen Stock nehmen und gegen das Auto schmeißen? Ja, zeig mal. Guck in die Ferne. Ja. Und danach musst du dahin gucken, dann dahin und dann dahin. Du kennst jetzt den Rhythmus. Okay, ich mach das jetzt, ja? Guck nach oben. Da 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 da. Ja, Bro, das ist das neue Auto zum Zerstören. Und wie gesagt, ein Part kommt auf meinem Kanal, dann der andere auf deinen und immer so weiter. Was gibt's zu sagen, Alter? Wir haben viel zu viel Geld ausgegeben für diese Schrottmöhre. 550 Euro, 680 Euro war der inseriert. Der Verkäufer, der sich, Digga, wo ist der überhaupt? Der ist irgendwo spazieren gegangen. Der hat uns komplett hops genommen. Wir haben das Auto komplett trotzdem gekauft, weil wir komplett behindert sind. Ja, kurze Vorstellung. Perfekt, Tür geht nicht auf. Ja, setz dich rein, Bruder. Hast du schon irgendeine Vorstellung, was wir damit machen könnten? Erstmal anmachen und zeigen, wie der Motor läuft. Er läuft. Das ist schon mal sehr, sehr schlecht. Scheiße, ist dir das aufgefallen? Nee. Der geht erstmal fast aus, bevor er Gas hat. Ehrlich, jetzt mach nochmal. Ich habe ihm jetzt schon das Geld gegeben, scheiße. Ah, nein, jetzt Turbolader drin, glaube ich. Ja.
Wir werden nicht mal damit nach Hause kommen, ich sag dir. Ich habe einfach 550 Euro aus dem Fenster geschmissen. Vielleicht auch, weil der Tank leer ist. Kann auch sein. Kannst du einfach gucken, ob der Typ jetzt mit leerem Tank fährt? Meinst du, der schafft es bis nach Frankfurt? Nein, stopp. Ich würde ihm zutrauen, dass er einfach drauf scheißt und irgendwo stehen bleibt. Meinst du? Ups, damit habe ich nicht gerechnet. Der Dreckige. Egal, dann machen wir Kamera an. Das bringt mehr Klicks. Alles zugunsten für uns, ja. Ja, was hat er noch, Bro? Hat er irgendwelche Special-Ausstattung? Irgendwas, Bro? Hat er gar nichts. Warte mal, hast du aufgemacht hier? Ey, kannst du mir bitte aufmachen? Was machst du da? Mach bloß nichts kaputt, Bro. Aber wo ist die überhaupt? Was machst du da? Erstmal mein Pulli runter, damit du nicht. Ah, du willst direkt. Du willst direkt den Bumstest machen, ich verstehe. Bro, was machst du da für eine Scheiße, erst Junge? Check ich ab, wo du die Tür aufgeht. Na, nice. Da, auf der Seite. Bro, auf der Seite. Ja, mach auf. Als ob das einfach so aufgeht. Geht's nicht? Dann waren die ganzen Mühen hier umsonst, Junge. Ich verrenke mich für die Klinik. Ah, nice, Mann. Ich komme mal rüber. Es ist wirklich ein sehr, sehr dreckiger Tag heute. Wir haben wieder perfekte Meisterleistung geleistet. Weißt du, warum? Oh, ich habe so Bock kaputt zu machen. Ey, fahr nicht, Bro, fahr nicht. Der hat doch gesagt, wir dürfen nicht fahren. Guck mal, der hat sogar Cupholder. Deswegen habe ich den auch gekauft. Ach so. Und hier, der hat auch Hashholder. Hashholder hat er auch. Nice, Bro. Ja, hast du Bock, was kaputt zu machen? Jetzt schon. Ja, aber kannst du das Radio haben? Kannst du haben, ja. Ja, Bro, lass mal drin. Weißt du wieso? Sonst checkt er das und dann will er es haben. Genau. Wo ist der, Bro? Lass einfach jetzt wegfahren, ohne Kennzeichen. Scheiß drauf. Er hat es mit dem Radio gesehen. Am Ende, der packt das gleich in seinen Adidas-Rucksack. Stecken wir es doch einfach ein. Ja. Wir sagen ja, welches Radio? Ja, und dann geht er vielleicht nochmal mit dem Preis runter. Ja. Macht er nicht. Wir haben ihm schon jetzt Geld gegeben. Nein, leider nicht. Also, du bist dabei, ja? Wobei? Zerstörung. Wie meinst du? Das Auto. Du willst Auto kaputt machen? Ja, aber nicht heute. Morgen. Du hast gerade Auto gekauft, warum willst du kaputt machen? Keine Ahnung, Alter, weil ich behindert bin. Hast du schon irgendeine Idee, was man machen könnte? Ja, Bro, Tuning. Guck mal, das ist ja alles schon diese Cantalara. Willst du jetzt Tuning machen oder willst du kaputt machen? Egal, auf deinen Nacken, wir können auch Tuning machen. Okay, können wir machen. Wir machen mit deinem. Wir machen es einfach kaputt, scheiße. Ich glaube, es ist günstiger. Ja, glaube ich auch. Und wir machen, wenn du gute Klicks machst, was du niemals machen wirst, dann können wir es ja tunen. Aber wir können auch den Knopf hier festmachen, dann können wir den immer so tunen, weißt du? Immer so ziehen, wenn wir driften wollen. Ja, können wir auch machen. Gerne, 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 gerne. Bro, chill. Der Verkäufer sitzt da, steht da hinten und guckt uns zu. Wir müssen wirklich ein bisschen, ja, vielleicht, Bro, vielleicht. Komm, wir beenden das Video. Voila. Der nächste Part kommt dann auf deinem Kanal. Wann? Heute. Morgen Eisportale? Morgen. Morgen Eisportale. Und schaffst du es auch dann zu schneiden, Bro? Sag mal, schaffst du es zu schneiden oder nicht? Bro, verspreche es jetzt hier. Die Leute werden das sehen. Also morgen, wenn du... Morgen früh, ich habe dann Zeit bis abends um 20 Uhr. Ja, und dann droppen wir das. Unpünktlich um 20 Alles Uhr. Alles klar. Jo, das war's. AM G. Ja. Alle.